Studio, ist das Thema Sitzen, Rückenprobleme. Ich habe das auch lange gehabt. Ich war auch schon mehrfach im Krankenhaus gewesen, weil ich früher starke Rückenschmerzen hatte. Ich habe daraufhin recherchiert und bin auf das Thema Swappa gekommen, den ich mir dann auch gegönnt habe, möchte ich mal sagen. Und das ist etwas, wo ihr investieren müsst, wenn ihr Rückenprobleme habt. Denn die Stunden, die man in seinem Nagelstudio verbringt, die sind natürlich teilweise heftig. Und ich war zum Beispiel auf einer Schulung gewesen, da saßen wir so auf einer Art Gartenstühlen. Und am nächsten Tag, also ich hatte so Rückenschmerzen, das war wirklich extrem. Und ich habe gesagt, wenn ich Schulung oder Meisterschaft mache oder was auch immer, ich sage nicht wieder über meinen Swappa, da schleppe ich lieber meinen Stuhl mit und weiß, mir geht es am nächsten Tag gut. Und ja, ich sitze hier auch gerade drauf auf meinem lieben, schönen Swappa. Und den möchte ich euch jetzt gerne etwas näher zeigen. Viel Spaß wünsche ich euch. Ja, das ist mein gutes Stück in der ganzen Pracht. Ich habe es mit Rollen genommen. Man kann es auch bekommen ohne Rollen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Einerseits finde ich das toll, dass man rollen kann, wenn man ja, sich bewegt an seinem Arbeitsplatz. Andererseits glaube ich, würde ich ihn heute ohne Rollen nehmen, da man halt auch beim Pfeilen und so weiter schnell mal wegrutscht. Der Swappa, den habe ich jetzt seit etwas über einem Jahr und ja, wie gesagt, ich möchte ihn nicht missen. Eine Besonderheit an ihm ist, das möchte ich euch gerade einmal zeigen, ja, das ist zum Beispiel diese Wippfunktion. Also ihr habt einen weichen Sitz, den ihr auch nochmal einstellen könnt und genauso, ich zeige euch das auch nochmal von der Seite. Man sitzt so ein bisschen vorne auf dem Rand und dann könnt ihr auch sehen, wie der Swappa mitgeht. Und dadurch habt ihr eigentlich immer einen schönen geraden Rücken. Diese Öffnung, die muss, wenn ihr euch drauf sitzt, nach vorne zeigen, weil diese Wippfunktion nach vorne geht. Hier ist es so gummiert. Hier habt ihr die Federung. Und das alles könnt ihr natürlich auch einstellen. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch jetzt. So, ich zeige euch jetzt mal die Einstellung. Ich habe den in diesem grünen Stoff ja gekauft. Und das fand ich ganz schön, weil ich halt auch noch ein paar Blumen im Studio habe. Und ja, ich fand das Grüne einfach sehr schön. So, als allererstes, ihr habt hier die Möglichkeit der Hebelverstellung. Dafür wird einfach der Hebel hochgezogen und wenn ihr drauf sitzt, durch das Gewicht, könnt ihr hoch oder runter fahren. Nochmal wieder hoch. Okay. So, als nächstes, ihr habt ja diese, dass der Stuhl mit der Bewegung geht und dafür ist diese Federspannung da. Die Federspannung könnt ihr einstellen auf eure Bedürfnisse. Die Swappa werden ja jeweils für ein bestimmtes Gewicht angegeben, da müsstet ihr schauen. Und demnach sind die aber auch variabel einstellbar. So, und zwar der Swappa hat hier eine Einstellmöglichkeit, die ihr verstellen könnt. Was die Bewegung des Stuhls angeht, dafür ist das jetzt. So. Und zwar könnt ihr die härter oder weicher stellen, indem ihr diesen Ring dreht. Ja. So, dann habt ihr mehr Bewegung im Stuhl. Also ihr schwingt leichter mit. Oder halt, wenn ihr das in der Mitte
Venusbereich dreht, schwingt er nicht so stark mit. Das ist diese Gewichtsverteilung, wo ihr dann eure Lieblingseinstellung findet. Ja, der Swap hat noch eine weitere Einstellmöglichkeit, und zwar müsst ihr den Stuhl dann drehen. Und hier unten habt ihr nochmal die Möglichkeit, die Justierung vorzunehmen für die Dämpfung. Also ihr könnt Plus und Minus, das ist härter und weicher. Also ich habe es jetzt hier komplett auf weich, ich mag es lieber. Und so stellt ihr das durch das Drehrad hier härter. Und der Swapper hat hier innen auch nochmal ein TÜV-Zeichen und hat auch vom Hersteller 3 Jahre Garantie. Ja, also der Swapper ist mein absoluter Liebling, und wenn euch der Stuhl interessiert, dann verlinke ich euch den nochmal in der Infobox. Und wenn ihr Rückenprobleme habt, kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Probiert es aus. Ihr dürft es, soweit ich weiß, auch von der Firma her eine Zeit lang testen und habt dann ein Rückgaberecht. Und ihr tut eurem Rücken was Gutes. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar sowieso. Oder falls ihr schon Erfahrungen mit dem Swapper habt, interessiert mich das auch, ob es euch auch so geholfen hat wie mir. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich freue mich, euch wiederzusehen, und verbleibe bis dahin. Ciao, ciao.